Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, heute am vorletzten Tag des Jahres, am Ende eines Jahres, so wie, auch, wie es auch jede Person macht, hält man meist inne, blickt zurück, was gut gegangen ist, was vielleicht weniger gut im vergangenen Jahr war. Und Glück und Leid liegt oft sehr nahe beieinander, das haben wir in den letzten Tagen ganz eindrücklich gesehen hier in Südtirol, in den Weihnachtsfeiertagen, die tragischen Lawinenunglücke. Und auch an diese Opfer und an die Familien möchten wir heute denken, denn ich denke, dass gerade während so einer Feierzeit, während Feiertage, solche Unglücke einen noch härter treffen, als es eh schon der Fall ist. Im vergangenen Jahr, im Jänner, hat Südtirol eine neue Landesregierung bekommen in Form von einer Koalition aus SVP und Lega. Vorausgegangen sind ja die Landtagswahlen im Herbst 2018, die für große Veränderungen in Südtirol gesorgt haben, auch natürlich für uns Freiheitliche. Wir haben damals große Verluste eingefahren und sind jetzt mit zwei Landtagsabgeordneten im Landtag vertreten. Und trotz dessen, dass wir eben nur noch zwei Abgeordnete sind, haben wir uns mit aller Kraft und mit vollem Einsatz in dieses Jahr gestürzt und haben auch mit ganzer Kraft an unseren Inhalten gearbeitet, was man auch an der heutigen Bilanz sehen lässt und die wir durchaus auch mit einer Portion Stolz heute präsentieren können. Zu unserer Arbeit im Landtag, unsere Kernthemen, leistbares Wohnen, Sicherheit, Autonomie und Unabhängigkeit, Umweltschutz, den wir eben als Teil des Heimatschutzes auch verstehen und das nach wie vor ungelöste Problem der unkontrollierten Einwanderung. Zu diesen Kernthemen haben wir zahlreiche Gesetzesvorschläge, Entwürfe gemacht, zahlreiche Eingaben und auch Beschlussanträge eingereicht. 12 dieser Beschlussanträge wurden im vergangenen Jahr angenommen und das machen wir nicht selber, diese Bewertung darüber, aber die Medien haben ja bereits darüber berichtet, dass diese Bilanz und somit in der Landtagsarbeit zur erfolgreichsten Fraktion auch aus den Oppositionsreihen gemacht hat. Wir haben gleichzeitig unsere Kontrollfunktion ausgeübt. Wir haben über 200 Anfragen an die Landesregierung gestellt. Das tun wir nicht, weil wir, weiß Gott, wie neugierig wären oder weil wir der Landesregierung nicht immer über den Weg trauen, sondern da geht es wirklich darum, für die Transparenz in diesem Land zu sorgen, dass wir einfach die Verwaltung da auch der Verwaltung auf die Sprünge helfen, transparenter zu sein. Es sind sehr oft Bürger, die sich an uns wenden, wo wir dann auch dementsprechend diese Anfragen einreichen. Die Regierung wird dadurch auch gezwungen, jene Dinge zu nennen, die sie nicht selbst gern veröffentlicht. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Aufgabe von uns als Oppositionspartei, dafür zu sorgen, dass einfach alles auch auf den Tisch kommt und dass die Südtirolerinnen und Südtiroler sehen, was im Lande los ist. In zwei Gesetzgebungsausschüssen sind wir, meine Kollegin Uli Meier und ich, vertreten, wo wir uns inhaltlich mit den Gesetzen des Landes, mit den Landesgesetzen auseinandersetzen. Man findet von dieser Arbeit meist wenig in der öffentlichen Berichterstattung, aber es ist eine sehr intensive Aufgabe, wenn man sie dementsprechend ernst nimmt. Das Raumordnungsgesetz ist zum Beispiel eines jener Gesetze, das heuer natürlich von besonderer Wichtigkeit gewesen ist. Wir sind mit dem Gesetz, wie es dann schlussendlich verabschiedet worden ist, nicht zufrieden, weil es vom ursprünglichen Kern, nicht mehr viel übrig geblieben ist. Es galt ja, der Zersiedelung entgegenzuwirken und es wurde leider in vielen Bereichen sehr aufgeweicht. Im Einvernehmenskomitee, das ist jene autonomiepolitische Einrichtung, die eben den Proporz an den staatlichen und halbstaatlichen Einrichtungen überwacht, E-Mail, Post, Bahn, da sind wir auch vertreten und arbeiten dort eben an der Kontrollfunktion und auch an der Aufteilung des Proporzes, was für uns auch aus autonomiepolitischer Sicht eine besondere Wichtigkeit darstellt. Vielleicht noch etwas, bevor wir dann zu den Zahlen kommen, was eigentlich der Leistungsbericht ist, etwas zu unserer Rolle im Landtag. Denn immer, wenn eine neue Legislaturperiode nach Wahlen eben beginnt und sich vielleicht auch
die Konstellationen geändert haben, sind die ersten Wochen und Monate ja auch ein bisschen davon geprägt, wie sich die einzelnen Parteien orientieren in dieser neuen Konstellation und Zusammensetzung. Und man hat dann sehr bald gesehen, und jetzt am Ende des Jahres kann man es mit Gewissheit auch sagen, die Volkspartei, die zwar einen neuen italienischen Koalitionspartner hat, regiert nach wie vor alleine und meist recht selbstgefällig. Also die Handschrift der Lega Südtirol ist in der Regierungsarbeit kaum ersichtlich und auch nicht wahrnehmbar. Also nicht nur was die Arbeitsleistung anbelangt, sondern auch von der Ausrichtung. Ich glaube, man hat gesehen, dass die Volkspartei hier kaum Abstriche machen musste aufgrund des Koalitionspartners. Dass die größte Oppositionspartei, das Team K, hat sich nicht nur physisch, sagen wir, neben den Grünen platziert im Landtag, sondern eben auch, wenn man an die Ausrufung des Klimanotstandes und das allgemeine Pestizidverbot und so weiter denken, dann sind sie auch von der Arbeit her dort eindeutig aus ihrer Sicht richtigen Platz. Manch italienischer Kollege ist mir persönlich aufgefallen, vor allem in Erscheinung getreten, wenn es darum geht, die sogenannte Italianità zu verteidigen und weniger inhaltlicher Natur, was für die Bevölkerung wirklich von Bedeutung wäre. Und man muss sagen, dass es dann meist zu solchen Schlagabtauschen mit der Südtiroler Freiheit gekommen ist, der ganze Medienhype drumherum inklusive und auch die verbale Aufrüstung inklusive. Als autonomiepolitisch gefährlich und der Selbstverwaltung unseres Landes auch abträglich sind auch einige Anträge und Vorschläge italienischer Oppositionskollegen aufgefallen, die zum Glück dann auch nicht durchgegangen sind, aber wo man schon merkt, es ist ein anderes Verständnis im Landtag, also es sind nicht alles Autonomiefreunde hier in diesem Haus. In diesem politischen Mix haben wir als freiheitliche Fraktion die verantwortungsvolle Aufgabe, die Interessen all jener Bürgerinnen und Bürger zu vertreten, die Werte wie Familie, Heimat, Freiheit, Eigenverantwortung, aber auch eine Form der inhaltlichen Arbeit wiederfinden wollen. Eine funktionierende Wirtschaft ist für uns ein Garant für die soziale Absicherung für jene Menschen, die eben eine soziale Hilfe und Unterstützung brauchen. Das sehen wir als eine Seite einer Medaille, die aber eben sehr, sehr wichtig ist. Umweltschutz machen wir Freiheitliche nicht zu einer Glaubensfrage. Umweltschutz ist für uns Teil des Heimatschutzes, wo es darum geht, eben konkrete Vorschläge und konkrete Sachen zu machen, wo wir wenig davon halten, einfach einen Notstand auszurufen, denn das könnten wir bei vielen anderen Bereichen auch, überall dort, wo wir oder einige Bevölkerungsteile Probleme sehen, könnte man einen Notstand ausrufen. Es geht darum, dass wir wirklich ganz konkrete Vorschläge machen, wo wir der Umwelt entgegenkommen können, wo wir unsere Ressourcen einsparen können. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass wir im Jänner den ersten Antrag, den wir dort einbringen werden bzw. behandeln werden, auch ein Umweltthema ist, ohne dass wir das jetzt eben stilisieren und hochschaukeln, sondern wo es ganz konkret darum geht, dass zum Beispiel im Eisack nicht diese Stauraumspülungen gemacht werden, wie es in den letzten Jahren waren, die eben die ganzen Fische und so weiter sozusagen durch das trübe Wasser und durch den Schlamm irgendwie beeinträchtigt haben, sondern dass man hier eben solche schonende Methoden nimmt, wie wir es in der Schweiz und in Deutschland und in anderen Ländern kennen, um eben auch das Gewässer in diesem Fall zu schützen. Nicht zuletzt ist unser Einsatz, und ich glaube schon, dass das auch aufgefallen ist in diesem Jahr, dem Autonomieausbau, dem Weg in noch mehr Selbstverwaltung. Unser Ziel ist ja natürlich die Unabhängigkeit für Südtirol, nicht als in Form einer Einkapselung und Einigelung, sondern wirklich ein Zukunftsmodell für alle drei Volksgruppen, das alle drei Volksgruppen mit einschließt und das auch viele Chancen auch in wirtschaftlicher Sicht mit sich bringt. Aber der Weg dorthin ist ganz klar, dass es über einen konkreten Autonomieausbau geht, dass wir hier zugleich dann auch jene sind,
die darüber wachen und immer dort das Wort ergreifen, wenn unsere Autonomie angegriffen wird. Das hat man auch im heurigen Jahr gesehen, wenn es zum Beispiel bei der Eintragung in die Berufskammer geht. Ich möchte das jetzt gar nicht ausführen, da haben wir schon sehr oft darüber im vergangenen Jahr gesprochen. Was wir aber hier auch benennen können, ist ein Antrag von uns und ein Vorschlag, der durchgegangen ist, dass Südtirol endlich eine echte Sprachstelle bekommt. Und zwar ist es heute so, dass immer wieder Bürger sich melden müssen, hier ist die Zweisprachigkeit verletzt worden, in diesem Bereich, im anderen Bereich. Und mit einer Sprachstelle, die für ein mehrsprachiges Land wie Südtirol ist, und es ist irgendwie schade, dass wir so etwas nach Jahrzehnten der Autonomie noch nicht haben, die von sich aus aktiv alle öffentlichen Einrichtungen kontrolliert, Formulare checkt und schaut, dass wirklich alles auch sowohl in der italienischen als auch in der deutschen Sprache verfügbar ist. Und diese Stelle soll ausgebaut werden und wir werden hier die Landesregierung natürlich auch anhalten, dass dieser Beschluss, dem sie zugestimmt hat und der sie beauftragt, diese Stelle einzurichten, auch dementsprechend umgesetzt wird. Es ist mir, und da möchte ich, bevor wir jetzt zu den ganzen Zahlen kommen, die auch meine Kollegen vielleicht auch vorstellen werden, ich möchte auch persönlich ganz kurz meine Eindrücke schildern. Für mich, im Gegensatz zu meiner Kollegin Uli Meier, die ja einige Jahre Erfahrung hier im Landtag hat, für mich war es das erste Jahr im Landtag. Und es ist ja ganz klar, dass man in den ersten Wochen vielleicht auch noch die Orientierung sucht, wie die Arbeitsabläufe im Haus vonstatten gehen. Diese Eingewöhnungsphase, muss ich sagen, das hat man auch gemerkt, hatten auch alle anderen Kollegen, die eben neu im Landtag waren, aber es hat sich dann spätestens mit Beginn des Jahres dann eben eingependelt. Und es ist wirklich auffallend, dass die inhaltliche Auseinandersetzung, die Arbeit an den Gesetzen und so weiter, die mir wirklich auch Spaß und Freude bereitet, sehr wenig Niederschlag in der öffentlichen Wahrnehmung findet. Und ich muss dann immer schmunzeln, wenn es heißt, ja, die Politiker sind reißerisch, die machen nur irgendwelche Aussagen, die Schlagzeilen bewirken. Es ist halt so, dass gerade die inhaltliche Arbeit und der Fleiß in Auseinandersetzung mit den Gesetzen dann umgekehrt halt von den Medien wenig berichtet wird. Und das ist vielleicht auch ein Vorsatz, den ich mir vornehme für das neue Jahr, dass wir hier auch unsere Arbeit noch besser darstellen und noch besser präsentieren. Denn man kann das nicht einfach sozusagen dem Beobachter überlassen, sondern wir müssen hier auch proaktiver das noch besser zeigen. Die Arbeit im Landtag, und das werden vielleicht manche nicht so gut, nicht so nachvollziehen können, es ist durchaus möglich, auch parteiübergreifend unter den Oppositionsparteien als auch mit den Regierungsparteien zusammenzuarbeiten. Da liegt es natürlich an den Charakteren der einzelnen Abgeordneten, inwieweit man sich inhaltlich auf verschiedene Projekte oder Anliegen einigen kann, und da geht es auch darum, ob man zwischenmenschlich irgendwo auch diese Vertrauensbasis schafft, und im Gegensatz zu anderen muss ich schon sagen, dass das durchaus möglich ist, wenn man hier konkret über Inhalte spricht und auch Anliegen parteiübergreifend teilt, dass man hier auch Erfolge erzielen kann, auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer der Fall ist. Das hat da nichts damit zu tun, dass man einer Partei näher ist und der anderen weniger, sondern da geht es wirklich um die politische Arbeit, um die Inhalte, die dann auch eine Mehrheit entsprechend im Landtag finden. Und vielleicht ist unser Erfolg auch darauf zurückzuführen, dass wir gesprächsbereit sind und hier auch keine, großartigen Vorurteile haben anderen Parteien gegenüber, wenn die Sache im Vordergrund steht und nicht die Ideologie. Ich bitte nun meine Kollegin Uli Meier aus ihrer Sicht, die natürlich vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick hat, weil sie ja schon einige Perioden länger im Landtag sitzt, hier auch die Stellung zu nehmen. Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Du hast bereits vieles gesagt. Du hast damit begonnen, dass sich jetzt ein Jahr zum Ende neigt. Es neigt sich gleichzeitig ein ganzes Jahrzehnt dem Ende zu. Und wenn ich dieses Jahrzehnt etwas Revue passieren lasse, dann habe ich es erlebt, dass wir Freiheitlichen zu fünft,
dann zu sechst und jetzt wieder zu zweit im Landtag sind. Wenn man es an Jahren misst, dann waren natürlich in diesem Jahrzehnt mehr erfolgreiche Jahre für die Freiheitlichen dabei, als dann der Wermutstropfen gegen Ende des Jahrzehnts zu, dass man doch massiv Stimmen verloren hat. Das zum großen Teil natürlich auch hausgemachte Fehler waren. Wir erinnern uns alle zurück, wir waren zu sechst im Landtag. Die Ansprüche waren zu Recht extrem groß, aber nach der Rentengeschichte hat sich diese Gruppe leider Gottes relativ schnell auseinanderdividieren lassen. Und wenn man nicht mehr eine kompakte Gruppe ist, dann wird es auch schwierig, glaubwürdig Politik zu machen und die eigenen Themen, die sich ja nicht verändern, sondern die ja immer dieselben bleiben, natürlich schwierig an den Mann und an die Frau zu bringen. Nichtsdestotrotz hat es in diesem Jahr Spaß gemacht, Politik zu machen. Auch wenn man zu zweit ist, wenn man ein gutes Klima hat und wenn man in die gemeinsame Richtung geht, dann kann man auch durchaus zu zweit, wie unsere Arbeit zeigt, erfolgreich sein. Es freut mich, dass es uns im ersten Jahr bereits gelungen ist, und das haben nicht wir so gesagt, sondern Journalisten, die jetzt nicht unbedingt unserer Reichshälfte angehören, dass wir die erfolgreichste Opposition im Landtag seien, die erfolgreichste Fraktion. Das freut uns, und wir haben mit unseren Vorschlägen natürlich nicht versucht, die Welt zu bewegen, sondern einfach gezielt mit kleinen Vorschlägen in bestimmten Bereichen Verbesserungen herbeizuführen. Wir haben nach den Landtagswahlen 2018 an diesem Gespräch, das wir damals mit der Südtiroler Volkspartei geführt haben, sie hat ja alle im Landtag vertretenen Parteien zu sich eingeladen, da haben wir ganz klar gesagt, unsere Rolle ist klar, wir haben keinen Anspruch in irgendeiner Weise natürlich mitzuregieren mit diesem Ergebnis, aber wir wollen eine konstruktive Kraft im Landtag sein. Uns liegt Südtirol aller drei Sprachgruppen am Herzen, und wir werden natürlich versuchen, an diesem Wettstreit der besseren Ideen, teilzunehmen, und natürlich von Fall zu Fall erwarten wir uns dann auch, wenn wir in autonomiepolitischen Fragen die Mehrheit unterstützen, dass diese Unterstützung dann auch uns zuteil wird. Und ich muss sagen, in diesem ersten Jahr hat es ein gutes Auskommen gegeben, ein gutes Miteinander. Man hat sich inhaltlich auseinandergesetzt. Der Kollege Andreas hat es schon gesagt, natürlich spielen auch die Charaktere eine wichtige Rolle, wenn man imstande ist, Handschlagqualität zu zeigen, dass man zum Wort steht, dass man gibt und dass man natürlich auch mit der Erfahrung ein bisschen weiß, wie man vorgehen muss oder wie man bestimmte Anträge formulieren muss, dass sie vielleicht auch angenommen werden, dann tut man sich natürlich auch um einiges leichter. Insgesamt muss ich sagen, es stimmt, auch innerhalb der Opposition gibt es ein gutes Auskommen, aber es ist nicht mehr diese Opposition, zumindest in diesem ersten Jahr, wie ich sie noch in vergangenen Zeiten in Erinnerung hatte, und ich habe mir heute früh überlegt, woran das vielleicht liegt. Das kann durchaus auch mit Themen zusammenhängen. Wenn man denkt, unter der Ära Durnwalder beispielsweise, dann war für alle, da war die Volkspartei selbst noch sehr, sehr viel stärker im Landtag, als sie es heute ist, und da war immer das große Thema der Demokratisierungsprozess, auch hier im Landtag, und insgesamt auch der Respekt der Opposition gegenüber, dass man überhaupt in Kommissionen mitarbeiten darf und so weiter. Da hat es eine viel kompaktere Opposition gegeben, als ich sie zum Beispiel in diesem Jahr oft erlebt habe. Und das hängt damit zusammen, dass die größte Opposition, die eigentlich irgendwo auch eine Führungsrolle innehaben müsste, diese nicht wirklich ausübt, weil sie auch das Pech oder das Glück, das kann man dann sehen, wie man will. Es sind Leute ganz schnell zusammengekommen, wo man nicht wirklich weiß, wo stehen sie inhaltlich, wo stehen sie ideologisch. Man kann sie nicht wirklich zuordnen. Untereinander weiß man, dass es welche gibt,
die mehr einem, wie soll ich sagen, liberaleren Politik zugehören. Dann gibt es eine klassische Sozialdemokratin. Man isst nicht Fisch und Fleisch, und es spielt wieder mehr in meinen Augen oft die Ideologie eine Rolle. Das hat man auch gesehen, als es darum ging, die Veranstaltung zu organisieren bei der Anhörung zum 5G-Netz, dass von der grünen Seite die Lega nicht eingeladen wurde, das sicher nicht mit persönlichen Dingen zu tun hat, sondern rein ideologische ideologische Gründe hat. Und es wird zwar oft so getan, als würden Ideologien überholt sein und keine Rolle mehr spielen. Aus der Erfahrung kann ich sagen, dass sie sehr wohl eine Rolle spielen und dass man das vor allem innerhalb der Opposition merkt, wenn es darum geht, demokratische Prozesse weiterzubringen, wird man nach wie vor natürlich zusammenhalten, aber es gibt dann schon Themen, die jeder natürlich auch das gute Recht hat, unterschiedlich zu bewerten, und das hat schon hauptsächlich eben ideologische Gründe. Kollege Andreas Leiter-Reber hat es angesprochen, dass die Arbeiten, die man in den Kommissionen, in den Ausschüssen verrichtet, dass die meistens nach außen nicht diesen Anklang finden. Das stimmt, aber ich möchte auch anmerken, es hat sich sehr viel verändert, auch im Ausschuss. Früher war es wirklich so, dass teilweise die Opposition völlig übergangen wurde. Es hat nicht diese Auseinandersetzung inhaltlicher Natur stattgefunden, und heute habe ich schon den Eindruck, dass man mehr versucht, auch auf die Opposition zu hören, auch ein bisschen mehr auf die Opposition eingeht. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass auch die Volkspartei in der Zwischenzeit nicht mehr diese Überzahl an Abgeordneten hat und dass sie durchaus auch selbst in den eigenen Reihen Abgeordnete hat, die auch irgendwie oft kritisch zu bestimmten Dingen stehen. Und all diese Entwicklungen haben es schon ermöglicht, dass man in meinen Augen nicht als Opposition nicht nur lärmen darf, sondern ich kann es wirklich bestätigen, wenn ich zurückdenke, wie es war, als ich zum ersten Mal gewählt wurde, 2003 und heute, dann hat es wirklich große Fortschritte diesbezüglich gegeben. Die Themenschwerpunkte, du hast es gesagt, Umweltschutz ist für uns immer Heimatschutz. Wir starten mit diesem Thema im Jänner. Was mir persönlich auch ein wichtiges Anliegen sein wird im nächsten Jahr, ist das Thema der Frauen im Allgemeinen. Nicht nur was die Sicherheit anbelangt, sondern auch was die Sicherheit anbelangt, wenn eine Frau Mutter wird, wenn eine Frau Entscheidungen zu treffen hat. Wir haben das in diesem Jahr gesehen, als wir über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen haben. Es wird viel getan, aber die Frage ist, wird alles richtig gemacht in diese Richtung? Was ist mit all jenen, die in der Privatwirtschaft tätig sind? Hier wird seit Jahren irgendwo versucht, auch dort einen Ausgleich zu schaffen, dass auch dort diese Ungleichbehandlung etwas ausgeglichen wird, und vor allem auch Mütter, die sich entscheiden wollen, zu Hause zu bleiben. Und das ist ein typisches Thema. Es gibt viele weitere Themen, wo wir einfach merken, dass wir mit unserer Autonomie an Grenzen stoßen. Wir haben zwar viele Möglichkeiten, aber effektiv, das erleben wir immer wieder auch in Bürgergesprächen, konkret Politik zu betreiben, um effektiv die Herausforderungen der heutigen Zeit für viele Menschen, für viele Bevölkerungsschichten, ob das Unternehmer sind, Handwerker sind, Familien sind und so weiter, lösen zu können zu einer erträglichen Zufriedenheit, ist uns auch mit unserer Autonomie nicht möglich. Und deswegen ist das wichtig, und das wünsche ich mir zum Jahresende und auch für das nächste Jahr, dass hier wirklich die Südtiroler Volkspartei mutiger wird und dass es wirklich, dass sie es schafft, in einigen Bereichen mehr herauszuholen von Rom, dass wir eine echte Autonomie werden. Denn die Autonomie, solange wir keine Steuerhoheit haben, solange wir nicht auch in der gesamten Finanz,
Hoheit irgendwo die Autonomie haben über unser Land, ist es schwierig, effektiv Politik umzusetzen und auch Probleme lösen zu können. Und deswegen, ich glaube, dass für Südtirol, für die Entwicklung in den verschiedensten Bereichen es ganz, ganz wichtig ist, dass man hier viel, viel mehr herausholt und viel autonomer werden kann. Natürlich auch soziale Themen, die nach wie vor eine große Rolle spielen. Das ganze Thema natürlich auch der Integration. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass auch die Landesregierung in diesem Jahr in Sachen Integration Akzente setzen will. Da habe ich gehört, mehr oder weniger, als ob es unser Programm wäre. Uns freut es, wenn die Landesregierung Dinge jetzt übernimmt, auch wenn in Verspätung, die wir Freiheitlichen seit vielen Jahren gesagt haben. Aber wir erleben es im Alltag. Integration in Südtirol funktioniert nicht so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Zu den Zahlen vielleicht. Möchtest du etwas dazu sagen? Oder? Nicht nur einzelne herausheben. Bitte, Otto Meike. Ja, ich möchte mich eigentlich nur auf drei Gesetzesentwürfe jetzt beschränken, die aber gleichzeitig ein Schlaglicht werfen auf unsere Themenschwerpunkte und auf die Angelegenheiten, die uns wichtig waren. Zum Beispiel der Gesetzesentwurf Anpassung der Wohnsitzerfordernisse an die staatlichen Standards. Es ist, wir Freiheitliche haben einen besonderen Fokus darauf, dass man eben schaut, dass die Sozialleistungen, die endlich sind aufgrund unserer Wirtschaftsleistung, dass die möglichst gerecht an die Südtirolerinnen und Südtiroler verteilt werden. Und es ist natürlich ein Problem, wenn aufgrund der derzeitigen Zuwanderung, die nicht kontrolliert stattfindet, die nicht im Interesse des Landes stattfindet, sondern mehr oder weniger wie ein Naturereignis vor sich geht, dass da dieser Konflikt der Aufteilung von Sozialleistungen, dass der zugunsten der Einheimischen ausgeht. Wir haben in dem konkreten Fall eben darauf hingewiesen, dass wir schauen sollten, dass man eben einen längeren Wohnsitz erfordert für zugezogene Ausländer, für bestimmte Sozialleistungen uns vorstellen. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Konfliktpunkt sein wird, weil wir sehen, dass eben eine Einwanderung in das Sozialsystem stattfindet. Und wir müssen da unbedingt drauf schauen, dass eben da zu keinen Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen der Südtiroler und Südtiroler kommt. Ein anderes Thema, wo wir als einzige Fraktion wirklich konkrete Vorstellungen, auch in Form eines ausformulierten Gesetzesentwurfs waren, waren die Maßnahmen für leistbares Wohnen. Das ist ein Thema, das ganz, ganz viele Menschen in Südtirol berührt. Wohnen ist zu teuer, der Miet- und Eigentumsmarkt ist sehr, sehr schwierig. Viele Leute verlassen auch Südtirol, weil es Wohnen zu teuer sind oder sie müssen bei ihren Eltern leben oder sie müssen im Verhältnis zu anderen benachbarten Gebieten viel, viel mehr Geld, das sie verdienen, fürs Wohnen aufwenden. In der letzten Legislaturperiode hat die Landesregierung bereits angekündigt, dass in dem Bereich etwas gemacht würde. Es wurde nichts gemacht. Auch in diesem Jahr hat es wieder nur Ankündigungen gegeben. Wir haben konkret einen 10-Punkte-Plan ausgearbeitet, nachdem wir mit vielen Betroffenen und auch Vereinigungen und Verbänden gesprochen haben, einen 10-Punkte-Plan präsentiert und dann auch eben diesen Gesetzesentwurf. Das Wohnen muss billiger werden, es muss gegengesteuert werden, weil das ist einer der größten Nachteile unseres schönen Landes, dass das Wohnen im Verhältnis zu teuer ist und vor allem auch nicht nur beim Bauen und Kaufen, wo oft der Fokus drauf liegt, bei der Wohnbauförderung, sondern auch beim Mieten. Wir müssen da schauen, dass wir einen entwickelten Mietenmarkt hinbekommen. Und den letzten Punkt, den ich herausstreichen möchte, war unser Gesetzentwurf zu den Maßnahmen zur Gleichstellung der deutschen Sprache in Südtirol. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass wir im Jahr 2019 noch über dieses Thema sprechen müssen, nachdem wir eigentlich unser Autonomiestatut, das aus dem Jahr 1971 stammt, eigentlich die Gleichstellung vorsieht. Aber wie eben
wir alle eben zugelernt haben, wird das immer wieder auch in Frage gestellt. Und am Fall eben der Ärzte, aber wie wir dann auch aufgedeckt haben, bei den Krankenpflegern, ist es offenbar so, dass bei den Krankenpflegern seit Jahren keine Antragsteller aus deutscher Sprache aus anderen EU-Mitgliedstaaten eingetragen wurden, zum Schaden Südtirols, weil diese dringend benötigten Arbeitskräfte fehlen. Und zum anderen natürlich im Bereich der Ärzte, was ja das ganze Jahr ein wichtiges Thema war und weiterhin ist. Wir haben derzeit mehrere hundert Ärzte aus Österreich und Deutschland, vor allem in Südtirol, die wahrscheinlich nicht alle die Zweisprachigkeitsprüfung haben, die im privaten Bereich arbeiten und viele Tausende Südtiroler medizinisch versorgen, dass das in Frage gestellt wird, dass solche Ärzte im Berufsverzeichnis in Südtirol eingetragen werden im Jahr 2019, ist sehr, sehr bedenklich. Wir haben da im Schulterschluss eigentlich zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Freiheitlichen mit der Südtiroler Volkspartei haben wir auch einen sogenannten Volksgruppenrekurs vom Verwaltungsgericht Bozen angeregt, wo uns dann alle Landtagsabgeordneten der deutschen Sprachgruppe gefolgt sind, um eben dagegen zu kämpfen. Und gleichzeitig haben wir eben diesen Vorschlag gemacht, dass man mithilfe eines Landesgesetzes diese Eintragung in die Berufskammern auch regelt. Da wurde zwar nicht unser Entwurf direkt übernommen, aber dann hat die Südtiroler Volkspartei, die Landesregierung, hat das mit kleinen Umformulierungen im Wesentlichen, ist sie diesem Vorschlag, diesem Weg gefolgt. Und wie sich jetzt abzeichnet, war das auch die richtige Entscheidung, weil damit Fakten gesetzt werden. Wir sind hier in einem Bereich der Autonomiepolitik, wo wir der Meinung sind, man kann nicht nur den Status quo immer schönreden, sondern man muss konkret die Probleme auch angehen und es muss zu einem Ausbau und einer Verbesserung und keinesfalls zu einem Rückschritt kommen. Und ich glaube, wir Freiheitlichen werden auch in diesem Punkt ein Garant sein, dass die Landesregierung hier nicht vor sich hinschlafen kann. Danke, Otto Malknecht. Otto Malknecht, Lukas Forer und Simon Auer sind unsere Mitarbeiter in der Landtagsfraktion und an dieser Stelle möchte ich auch Ihnen vor allem danken für Ihre Mitarbeit im Laufe des Jahres. Ohne unsere Mitarbeiter wären wir natürlich halb so stark in unserer Ausführung. Es geht nur, wenn wir gut zusammenarbeiten und uns auch gegenseitig ergänzen mit den verschiedenen Fähigkeiten, die wir haben. Und an dieser Stelle, wie gesagt, danke ich ganz besonders auch unseren Mitarbeitern. Vielleicht zur Ergänzung, und ich teile dann auch das Pressepapier aus. Wir haben 5 Gesetzesentwürfe gemacht, 24 Beschlussanträge eingereicht, 8 Tagesordnungsanträge, die dann im Rahmen von Haushaltsdebatten angenommen oder eben abgelehnt werden, 2 Begehrensanträge, 1 Antrag beim Dreierlandtag, das war jener Antrag, wo es um wolfsfreie Almgebiete geht. Und da möchte ich auch vielleicht einen Satz dazu verlieren. Wir sind eine Partei, die ihre Meinungen vertritt, eine Haltung hat und nicht den Mehrheiten nachläuft. Und das ist auch beim Thema Wolf so, wo wir einfach wissen, es gibt die Bergbevölkerung, die Landwirte, die wirklich Probleme haben und die sich mit dieser Situation sehr alleingelassen fühlen von der Politik. Auch wenn wir wissen, dass vor allem die städtische Bevölkerung und auch in den Dörfern, in den größeren Dörfern hier das Verständnis nicht so gegeben ist. Wir sehen einfach, dass Südtirol als dicht besiedeltes Gebiet kein geeigneter Lebensraum für Großraubwild, wie es der Wolf ist, und dass wir hier unbedingt Lösungen brauchen. Und hier fordern wir auch die Landesregierung immer wieder weiterzumachen und nicht jedes Jahr sich vertrösten zu lassen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir gegen den Wolf als Tier sind, als Wildtier, sondern dass wir einfach sagen, es gibt Lebensräume, die geeigneter sind, sowohl für den Wolf als auch die Wirtschaft und Arbeitsweise der Menschen, wie wir sie hier in unserem Land haben. Und wir müssen hier auch die Stimme der Vernunft zum Ausdruck bringen. Und diese Rolle übernehmen wir auch hier im Landtag.
Wie gesagt, 12 dieser Anträge wurden, der eingereichten Anträge wurden angenommen. Es hat dann auch gemeinsame Anträge der ganzen Oppositionsparteien gegeben, also parteiübergreifend, die wir mit unterstützt haben. 172 Anfragen an die Landesregierung plus 50 aktuelle Fragen an die Landesregierung. Das sind über 220 Anfragen, die wir gemacht haben. Und natürlich die unzähligen Bürgergespräche und Auseinandersetzungen mit Inhalten bzw. Problemen, die hinter den Kulissen passieren und die wir auch gar nicht hier aufscheinen, weil es manchmal auch ganz persönliche Dinge sind, die man nicht sozusagen irgendwie in Form von Anträgen oder einbringt oder öffentlichen Fragen, sondern wo man Bürgern direkt hilft, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung an Lösungen dann auch sucht. Abschließend wünsche ich uns allen, auch Ihnen, geschätzte Medienvertreter, unseren Mitarbeitern und auch uns, meiner lieben Kollegin Uli Meier, alles Gute mit einem blauen Glücksschwein. Man braucht immer im Leben Glück und ein neues Jahr ist auch ein Jahr mit neuen Herausforderungen, auf die wir gerne uns einlassen werden und auf die wir uns freuen. Und ich muss dazu sagen, wenn du zuvor gesagt hast, es hat Spaß gemacht im Landtag, da muss man auch sagen, die freiheitliche Ecke in der im Südtiroler Landtag ist wirklich jene Ecke, wo auch durchaus am meisten Humor wiederzufinden ist, weil wir einfach auch mit Freude Politik betreiben und das gehört einfach dazu. Man muss seine Arbeit auch gerne machen, um sie gut machen zu können. Und autonomiepolitisch eine kleine Ergänzung noch, wenn die SVP angesprochen wird, dass sie hier mutiger sein soll, dann hoffe ich wirklich im neuen Jahr, dass auch von italienischer Seite, dass auch italienische Parteien den Mut dazu finden, diese Autonomie voranzubringen, dass wir wirklich sagen, auch wenn sie natürlich dem Schutz der deutschen und ladinischen Volksgruppe entspringt, aber sie kommt uns allen zugute und es wäre wirklich hilfreich, wenn wir auch von den italienischen Parteien und ihren Verlängerungen in Rom hier Unterstützung bekämen, diesen Schritt konsequent weiterzugehen und mehr Selbstverwaltung zu erhalten. Ich glaube, das kommt allen zugute in diesem Land und wenn wir hier nicht am gemeinsamen Strick ziehen, fernab aller unserer Unterschiede, die wir parteipolitisch haben, ich glaube, das muss jenes Moment sein, das uns wirklich in Südtirol auch eint. In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Jahreswechsel und einen guten Start in das neue Jahr.